Eine von den größten Gefahren, die über E-Mail kommen, ist Phishing. Phishing ist nicht anders als wie ein Tentativ, dass ihr von euch Informationen gewürgt, die deiner normalen Person nicht kriegen. Die Person versucht über E-Mail verschiedene Sachen von euch gewürgt zu gehen. Das kann zum Beispiel Passwort sein. Wie möchtest du das? Mal sie schickt dir eine Mail, da steht ein Text dran, normalerweise also den Text, den eine gewisse Urgenz oder ein Gefahr gibt, und da gibt es einen Link, un, auf den du klicken soll, und auf dem Link ging dich dann auf einem Internet-Site identifizieren. Das Problem ist, dass das nicht ein Internet-Site für den Mengt, dass das sollte gehen, mit das ein gefälschten Internet-Site, den ich just gemacht habe, für ihr Passwort zu klauen. Und das bewirkt dann eben, dass den, die Person, die dich angreift, ab dem Moment ihre User, die an ihr Passwort hat, von einem Listen sieht. Wir möchten dann mit den Kriminellen, die geht dann über ihren, ob die wirklich richtigen Internet sieht, meldet sich als ich un, und ändert wahrscheinlich Passwort, sodass die nicht mehr Kinder kommen. Es gibt auch noch andere Attacken im Bereich von Phishing, die man ganz viel gesehen hat, das ist im Bereich von Kreditkarten klauen. Du könntest zum Beispiel Phishing-Attacken, du kriegst eine E-Mail, dass da irgendetwas mit der Kreditkarte sollte machen, weil die sonst nicht funktionieren mehr gibt. Und da gibt es auch ein Site gelegt, wo da verschiedene Logos gesehen erkennt, zum Beispiel von ihrer Bank oder von ihrer Visa. Und da gibt es Gebärden, die Visa-Kartennummer, die drei Stellen auf der Rückseite von der Karte, beziehungsweise Ablaufdatum von der Visa-Karte anzugehen. Und damit hat er an sich dem Kriminellen alle Informationen gegeben, für das hin, ab dem Zeitpunkt kann um Internet mit ihrer Kreditkarte kann erkaufen werden. Es gibt ganz, ganz bekannte Fälle heute in Lützburg. Einer ist zum Beispiel von der Steuerverwaltung. Da kriegt er eine Mail, soi-disant von der Steuerverwaltung, dass er gegen Steuern herumkriegen. Das freut natürlich die Verein mit, dass ein Arnack, das heißt, der geht herangelackelt an einen Fall, der macht den Link ab, der kommt dann bei einer Seite, wo der sollte, wenn ich mit der Visa-Karte dann hingehen, für das er suchen herumkriegt. Das ist alles Blödsinn. Die Leute haben bestimmt schon ganz viel Kreditphishing, die werden in Zukunft immer mehr kriegen, weil ein Attack ist, die immens billig zu machen ist für einen Angreifer. Aber wenn der Fisch kriegt, also ein Phishing-Tentativ kriegt, von sich kriegt, meldet er sich schnell wie möglich, weil da kann den Sie doch ganz schnell aufgeholt gehen, wo die Leute auch nachgehört geht. Dafür schickt von sich kriegt die Phishing-E-Mail auf die Adresse, die angeblendet wird. An Denkfanschriften, E-Mail ist ein ganz unvertrauenswürdiges Kommunikationsmedium. Das gilt sowohl für Informationen, die du kriegst, wie Informationen, die du da verschickt. Verschickt keine vertraulichen Informationen, keine privaten Informationen über E-Mail. Auf jeden Fall passt du auf, wen du da checkt. Natürlich, sich nämlich ganz schnell an der Adresse geht.